Ja, hallo Sören. Sehr geehrte Mitglieder der FH Münster, sehr geehrte Gäste, live hier im Hörsaal und live im Online-Stream. Ich habe heute die große Ehre, eine Veranstaltung anzukündigen, die wir unter dem Titel 24-Stunden-Vorlesung angekündigt haben. Zu meiner Person, mein Name ist Thomas Jüstel, ich bin Dekan des Fachbereichs Chemieingenieurwesen und wie gesagt, habe ich das Vergnügen, diese Veranstaltung anzukündigen. Am wichtigsten an der Veranstaltung ist natürlich der Vortragende, Professor Samir Salameh, und vielleicht ein paar Worte zu seiner Person. Herr Salameh ist seit 2 Jahren an unserer Hochschule und in diesen 2 Jahren hat er sich dafür bekannt gemacht, allerlei neue Aktionen ins Leben zu rufen, unter anderem den Science Slam. Und ich möchte jetzt nicht seinen ganzen Werdegang durchgehen, den man so im Leben hinlegen muss, um Hochschullehrer zu werden. Aber ich möchte einen Punkt herausheben, der ihn dafür qualifiziert, diese Aktion durchzuhalten. Und zwar hat der Kollege Salameh einen schwarzen Gürtel im Taekwondo. Und Taekwondo heißt ja bekanntlicherweise Faust, Fuß und Weg oder Fuß, Faust und Weg. Ja? Und damit sollte er in der Lage sein, das hier so lange durchzuhalten. Ja, was passiert in dieser heutigen Vorlesung? Es geht also um das Thema, was ist ein Ingenieur und welche Fachrichtung gibt es da? Und vielleicht ganz kurz vorneweg, Herr Salameh versucht im Laufe der nächsten 24 Stunden nicht nur zu klären, was ein Ingenieur ist, sondern auch zu klären, welche Fachbereiche es im Bereich Ingenieurwissenschaft alles gibt und in jedem dieser Bereiche, sei es nun Thermodynamik oder Elektrotechnik, einen kleinen Ausblick zu geben. Ja? Im Übrigen ist die Frage, was ein Ingenieur ist, nicht so einfach zu beantworten, denn heutzutage haben wir ja aufgrund der Vielfalt der Technologien ganz viele verschiedene Schwerpunkte im Bereich der Ingenieurwissenschaften. Wir bilden ja bekanntlicherweise Chemieingenieure aus, aber es gibt ja auch Bauingenieure, Dateningenieure und alles mögliche andere. Und deswegen dauert es auch so lange, diese ganze Vielfalt von Ingenieurswissenschaften in einer Vorlesung darzustellen. Ja, genug der Worte von meiner Seite. Ich freue mich total, dass wir so viele Gäste hier im Hörsaal haben. Und auch online sind wir schon, wie ich gerade sehe, 38 Teilnehmer. Also wirklich viel mehr, als ich erwartet habe. Und ich hoffe, dass Sie möglichst lange durchhalten. Ich werde mich gleich selber live dazuschalten in den Stream und wünsche allen eine gelungene Veranstaltung und vor allen Dingen eine gelungene und gute Nacht. Ja? Danke, Samir, für deine Idee. So.